Gymnasium wurde bekannt aufgrund des digitalen Bildungspreises 2017 mit dem Konzept der Smart School. Also nach dem digitalen Lernen, nach dem Smart Learning, gehen wir jetzt in die Smart School. Da geht es vor allem um Tablet-Computer im Unterricht, um Lernmanagementsysteme, wie wir sie gerade eben schon ein bisschen kennengelernt haben, und schulinterne Fortbildungen für Lehrer. Ja, wie ist das mit den digitalen Medien im Schulalltag? Einen großen Applaus bitte für Darlene, Pia, Henry und Leo. Das sind eure Mikrofone. Wir haben hier nochmal eins. Voilà. Und dann sehen wir uns gleich wieder auf der Bühne. Viel Spaß. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ein herzliches Hallo von mir. Wir sind 4 Schüler vom Gymnasium Würseln. Wir sind in der iPad-Klasse. Und ja, ich bin Henry. Ich bin Darlene. Ich bin Pia. Und ich bin der Leo. Wir wollen jetzt ein paar Fakten über unser Konzept und das wir jetzt auch vorstellen werden, mit der App Kahoot machen. Das ist ein interaktives Quiz. Dabei gibt es immer Fragen und Antworten und mit dessen Hilfe werden wir so ein bisschen unser Medienkonzept vorstellen. Falls Sie aber noch Fragen haben, können Sie die natürlich gerne nach unserem Vortrag noch stellen. Ja, dann würde ich Sie jetzt erstmal bitten, alle Ihr internetfähiges Endgerät herauszunehmen und auf die Website kahoot.it zu gehen. Die sehen Sie jetzt auch nochmal da oben eingeblendet. Ja, wir zeigen Ihnen jetzt dann, während Sie das machen. Ich warte noch kurz, bis Sie alle fertig sind. Ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Falls Sie jetzt noch ein bisschen Zeit brauchen, ist kein Problem. Und zwar, wir werden uns jetzt noch das Video angucken, was wir bei diesem Delina-Wettbewerb, den die Moderatorin eben erwähnt hat, eingereicht haben als Bewerbung. Das gucken wir uns jetzt noch an. Das läuft jetzt über den Beamer. Darf ich? Ja. Also, als ich 2011 hier an die Schule als Schulleiterin kam, war die Stimmung zum LEM-Projekt, zu dem Lernen mit modernen Medien, katastrophal schlecht. Wir hatten damals 11 Laptop-Klassen, aber es wurde fast überhaupt nicht mit den Laptops gearbeitet. Die Lehrer, die Schüler und auch die Eltern waren äußerst frustriert über dieses Projekt und die große Frage war, was machen wir jetzt, wie gehen wir damit um? Und wenn ein Lehrer einmal frustriert ist, den dann wieder ins Boot zu kriegen, also überhaupt einen Lehrer zu motivieren. So. Die Vorstellung, und das leider erlebe ich das heute auch an anderen Schulen, sie schmeißen ein bisschen Technik ins Kollegium und dann läuft das schon, ist ein komplett falscher Ansatz. Wir haben 2 Jahre gebraucht, bis wir ein Mediencurriculum hatten, in dem wir mit allen Fachkonferenzen, Fachgruppen und beteiligten Eltern und Schülern uns überlegt haben, was ist uns wichtig, was müssen die Schüler hier nach 8 Jahren können, wie können wir die in die digitale Gesellschaft rauslassen und wer macht es? Ja, das war der größte, also 1,5 Jahre war, wer macht es. Jetzt kommen wir wieder dahin, wir brauchen mehr Geräte im Haus. Ich habe den Schulträger gefragt, die haben mir eine Tasse Kaffee gegeben und mich rausgeschmissen. So. Wir haben in dem Gymnasium Würseln eine für die Städteregion bislang einzigartige Kooperation aufgebaut, die es angehenden Deutschlehrerinnen und Lehrern ermöglicht, bereits im Studium erste Erfahrungen mit dem Unterrichten von digitalen Medien zu sammeln und ihre Kompetenz in diesem Bereich auszubauen. Von Seiten der Universität profitieren wir enorm von der Zusammenarbeit. Und Sie haben auch das Gefühl, dass die Itschl also im Umgang mit dem Gerät fitter wird? Sehr fit. Ja. Sehr, sehr fit. Also sie macht da Sachen, wo man als Eltern natürlich eigentlich sehr wenig Erfahrung hat. Und die Kinder, ich bin da natürlich sehr stolz, wenn die Kinder dann mit dem iPad so toll umgehen können. Und so hat man halt viel schneller Möglichkeiten, auch die man sonst halt nicht hat mit dem Laptop, wie es früher war. Beispiel, man kann dann schnell mal eine Keynote erstellen oder Explain Everything. Und man lernt halt auch viele neue Apps kennen, die halt auch im Alltag nützlich sein können oder auch in der Schule kann man dadurch viel kreativer werden und viele verschiedene schöne Sachen machen. Und alles das, was Sie hier rechts sehen, das ist sehr förderlich, sehr hilfreich und wir sind sehr stolz auf das Ergebnis. Das ist, glaube ich, ganz hervorragend. Die iPad-Klasse, finde ich super. Und Sie? Das war's noch nicht, es geht noch weiter.
Ich hoffe, Sie haben alle die Seite kahoot.it aufgerufen und jetzt gleich sehen Sie Ihren Gamepin, den Sie bitte eingeben, 3765882. Und Kahoot ist einfach gesagt eine Art Quiz-Plattform, die benutzen wir gerne in der Schule, es macht sehr viel Spaß. Sie werden jetzt gleich hier oben an der Leinwand die Frage sehen und darunter werden dann vier verschiedene Antwortmöglichkeiten sein. Und diese Antwortmöglichkeiten sind in verschiedenen Farben. Diese verschiedenen Farben werden Sie dann auf Ihrem Gerät sehen können. Und eben die Antwort, die Sie für richtig halten, klicken Sie dann einfach an. Wollen Sie sich noch mehr einloggen? Seite lädt sehr langsam. Ist wahrscheinlich das WLAN hier überlastet durch die ganzen Leute. Okay, wir starten jetzt. Die erste Frage, wie viel Blätter Papier verbraucht ein Schüler durchschnittlich pro Jahr? Es sind tatsächlich ca. 1000 Blätter Papier, wenn man Arbeitsblätter, Klassenarbeiten oder Hefte dazu zählt. Wir in der iPad-Klasse benutzen auch die Hefte noch, aber teilweise auch die iPads. Die Arbeitsblätter benutzen, die laden wir zum Beispiel auf der Lernplattform Fronta hoch, von dem wir dann über die iPads zugreifen können. Und wir können die uns auch gegenseitig über Bluetooth versenden. Die nächste Frage ist, wie schwer ist ein Schulranzen eines Schülers im Jahrgang 7? Tatsächlich liegen doch recht viele von Ihnen falsch, da ein Schulranzen schon bis zu 12 Kilo wiegen kann, was ziemlich viel ist, zum Beispiel ein Kasten Wasser wiegt so viel. Und jetzt überlegen Sie sich mal, Sie laufen den ganzen Tag mit einem Kasten Wasser auf dem Rücken rum, es gibt deutlich Besseres. Bei uns in der iPad-Klasse machen wir es einfach so, dass wir zum Beispiel die Schulbücher alle auf unseren iPads haben können und somit schon mal ein Großteil des Gewichts wegfällt. Und manche Hefte können wir halt auch auf dem iPad haben und Sachen wie einen Taschenrechner und Wörterbücher können wir auch auf dem iPad einfach benutzen. Die nächste Frage. Wo lernen Mädchen sich zu schminken und Jugendliche einen PC zu reparieren? Bravo, Sie liegen fast alle richtig. Warum das so ist und was wir daraus gelernt haben, lernen wir mit der nächsten Frage. Woher lernen die Jugendlichen im Alltag, im normalen Unterricht, also mathematische Inhalte? Das Ergebnis überrascht mich jetzt.
Also von YouTube, wir machen das manchmal, aber in normalen Klassen würde ich das jetzt eher ausschließen. Ich glaube nicht, dass es da so ist. Aber es, für mich wäre es jetzt so, dass es entweder von der Lehrkraft halt ausgeht, die kennen das ja auch, sie sitzen in der Klasse, vor ihnen steht der Lehrer, der geht an die Tafel, so, wir lernen jetzt mal ein neues Thema. Oder es ist halt so, sie müssen ihr Mathebuch aufschlagen, da ist dann auf einer Seite ein roter Kasten, da stehen halt dann die Informationen drin. Das sind so die beiden Möglichkeiten, die man früher hatte. Nur wir haben jetzt die Möglichkeit, es gibt eine App, die heißt Edpuzzle, da kann der Lehrer halt YouTube-Videos nehmen und kann halt da Fragen oder Kommentare einbauen, sodass er nochmal etwas genauer erklären kann und halt auch überprüfen kann, ob die Schüler das Video verstanden haben. Und er kann im Prinzip dann auch sehen, einmal, was die Schüler natürlich geantwortet haben, aber auch, wie oft wurden einzelne Videopassagen angeguckt, sodass er dann reflektieren kann und sagen kann, oh, die Passage war ein bisschen schwer, die haben viele mehrmals angeguckt und kann das dann im nächsten Unterricht nochmal thematisieren. Das ist halt sehr sinnvoll. Wir machen das auch nicht immer, aber manchmal ist es halt eine sinnvolle Ergänzung. Und in der letzten Frage haben wir gelernt, dass wir Jugendliche, zum Beispiel wir auch, uns viel über YouTube aneignen. Also warum sollte man das nicht auch im Unterricht verwenden? Und die letzte Frage, wie viele Schülerlosungen sieht eine Lehrkraft während einer kurzen Arbeitsphase? Okay, also sehr uneinstimmig, würde ich sagen, aber meistens ist es so, dass ein Lehrer nur ein bis zwei Lösungen sieht, weil beispielsweise wir sind eine Klasse mit 30 Schülern und wenn dann 30 Schüler an die Tafel kommen sollen oder der Lehrer so bei jedem einzeln einmal rumkommen muss, würde das viel zu lange dauern. Und meistens endet es sowieso darin, dass ein Schüler unfreiwillig nach vorne kommen muss, beispielsweise seine Mathe-Rechnung vorrechnen muss, die er weiß, dass sie wahrscheinlich nicht richtig ist, was dann ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl ist für den Schüler. Und dieses Problem haben wir in der iPad-Klasse nicht, denn wir haben dafür eine App, die heißt Nearpod. Da kann der Lehrer uns Aufgaben stellen und eben diese Aufgaben müssen wir dann in einem kurzen Zeitraum lösen, können sie dann den Lehrer zuschicken. Der Lehrer sieht alle Lösungen auf einen Blick, kann sich eine aussuchen. Diese sehen, können dann wiederum alle Schüler wiedersehen. Und dann können wir halt eben, wissen wir mal, können wir diese Lösung besprechen mit dem Lehrer zusammen. Und halt eben der Schüler, dessen Lösung das ist, ist anonym. Das heißt, man weiß nicht, von wem die Lösung ist. Der Schüler hat kein unangenehmes Gefühl wie vorne an der Tafel. Und er bekommt eben ein Feedback, weiß jetzt, wie er die Lösung richtig rechnen muss und es ist halt eben angenehm für alle und es ist viel einfacher und schneller. Ja, das war es jetzt soweit mit dem Kahoot. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die jetzt gerne stellen. Ich weiß nicht, ob so alles so rübergekommen ist oder ob noch was unklar ist. Trauen Sie sich einfach zu fragen. Darlene, Pia, Henry und Leo, kommt zu mir in den Kreis, damit wir hier nochmal diskutieren können. Also wir haben ja fleißig mitgequizzelt in der ersten Reihe und ich bin ein bisschen neidisch auf eure Mathe-Erfahrungen, dass diese Tafelsituation euch erspart bleibt. Das war bei uns in der Klasse damals ja immer nicht so schön. Lernen mit iPad oder lernen mit Kreide? Was macht mehr Spaß? Lernen mit iPad. Klar, ne? Kommen wir zu den weiteren Gästen. Ich bitte noch Frajo Liegmann, er ist Medienkoordinator und gleichzeitig Mathelehrer an der Schule und Stefanie Schäfers, Klassenlehrerin einer iPad-Klasse zu mir. Sieht das jetzt in der Praxis so aus, Herr Liegmann, dass man quizzelt, dass man am iPad sitzt und dass Sie die Kontrolle eigentlich auch über jede Schülerin und jeden Schüler haben? Die Kontrolle über jeden Schüler, das wäre ja eine ganz interessante Sache. Die will ich gar nicht haben, dem Gottes Willen. Ich habe ein paar mehr Diagnosemöglichkeiten. Wir müssen uns immer so ein bisschen den Vorwurf gefallen lassen, ist das nicht Big Brother, ihr könnt jetzt alles sehen. Aber es ist die Frage natürlich, was ich für ein Lehrerbild habe. Ich möchte meine Schüler ja fördern. Und wenn ich die fördern möchte, muss ich mir auch einen Einblick verschaffen, was die können und nicht können und gezielt nachbessern. Und da helfen mir manche Sachen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt 90 Minuten lang am iPad sitzen. Wir haben ein klassisches Matheheft vor der Nase, da wird ganz normal gerechnet. Wir haben mehr Möglichkeiten. Also wir haben so einen Blumenstrauß, aus dem wir ein paar mehr Blumen rauspicken können und die eben ja, für die Unterrichtsgestaltung nutzen können, sodass das ein bisschen bunter aussieht, würde ich mal sagen.
Wie waren denn die Eltern? Also, oder welche Reaktion gab es von den Eltern jetzt zuerst, als sie dann gesagt haben, wir machen jetzt eine iPad-Klasse? Waren da alle erfreut oder gab es auch so ängstliche Stimmen in der Elternschaft? Also da muss ich ein bisschen ausholen. Wir waren so eine dieser Schulen mit dem Gießkannenprinzip, die 2008 Laptops bekamen und wir bekamen eine WLAN-Ausstattung. Das war auch alles ganz toll. Nur unsere Lehrkräfte hatten überhaupt gar keine Ahnung, wir hatten kein Medienkonzept, wir hatten keine Ahnung, was wir damit machen sollten. Und Sie können sich vorstellen, dass es, wenn wir hatten damals Laptops, die waren sehr schwer, die gingen oft kaputt, die waren nicht einsatzfähig, plus die Lehrkräfte wussten nicht, was sie damit tun sollten. Sie können sich vorstellen, dass die Eltern nicht gerade sehr begeistert waren und das dazu geführt hat, dass die Schüler auch sehr schnell die Geräte nicht mehr regelmäßig mitbrachten. Insofern, was machten sie damit? Wir haben das im Prinzip drei Jahre lang so durchgezogen, aber das lief sehr schlecht, sehr schleppend und wie unsere Schulleiterin am Anfang des Berichtes gesagt hat, also es war katastrophal schlecht wirklich irgendwann die Stimmung, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt an der Stelle einen Break, das geht so nicht mehr weiter, wir müssen uns was anderes überlegen und wir haben dann wirklich uns 2 Jahre lang ganz intensiv vorbereitet und auch nicht nur unsere Schulleiterin wie gefordert, sondern tatsächlich auch unser Kollegium ganz intensiv an die Hand genommen mit einem ausgewählten Team und haben auch gesagt, wir machen nur eine iPad-Klasse erstmal und wir lassen das als Prototyp klein starten und das muss jetzt, wir standen wirklich unter dem Druck, wir kommen aus Würseln, Sie wissen ja jetzt mittlerweile alle, wo das ist, und Würseln ist klein, das sage ich Ihnen, also den Friseur von Herrn Schulz kennt jeder. Das spricht sich rund und wir konnten uns wirklich absolut nicht mehr leisten, dass das nochmal in die Hose geht. Insofern waren wir wirklich da auch von Elternseite stark unter Druck und die haben uns sehr kritisch beäugt. Und ja, und wir haben, wie gesagt, wir haben dann mit einem Medienkonzept, mit der Änderung der Endgeräte, wir sind dann auf iPads gegangen, haben das dann so ausgearbeitet, dass wir mit einem Pilot, also das ist hier unser Pilotprojekt und ich finde, das ist also wirklich ein gelungenes Pilotprojekt, das haben die wirklich schon ganz toll gemacht. Die sind alle 30 in der Klasse so toll. Aber nicht alle haben eine Fliege. Das ist wahr. Aber da gucken die auch ganz neidisch drauf. Die haben den auch alle mit der Fliege geschickt und haben gesagt, der muss nur so gehen. Aber die Eltern waren sehr kritisch und wir haben das jetzt witzigerweise gemerkt. Wir sind jetzt im 2. Jahrgang mit einer Klasse, also die 7 und die 8 haben wir uns iPads. Die neuen 7er starten jetzt demnächst mit 2 Klassen. Das ist also schon ein Fortschritt für uns. Und die Eltern haben das sehr kritisch beäugt in diesem Jahrgang und wir haben uns tatsächlich gefragt, warum. Und da war das so, dass viele Geschwister dieser alten Laptop-Geschichten drin waren und da Animositäten aufzubrechen, haben wir festgestellt, ist sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, wir strahlen tatsächlich jetzt aus und die Kollegen werden neugierig und die Eltern sind beruhigt und ja, die sehen uns das schon. Die sehen das schon als großen Erfolg an. Das kommt jetzt. Noch eine Frage von mir zum Verständnis. Haben dann die Schülerinnen und Schüler die Wahl, in eine iPad-Klasse zu gehen? Ja, das liegt, ja, obliegt dann den Schülerinnen und Schülern. Genauso wie die Lehrkräfte, was ich noch viel wichtiger fand. Ja, wir bieten das an und wir mischen die Klassen nach der 6. Klasse neu, zur 7. Klasse hin. Okay, jetzt öffnen wir die Runde für diese Fragen aus dem Plenum. Oder ich glaube, es gibt einige Fragen für dieses Projekt. Ich habe eine Frage hier in der ersten Reihe. Gibt es nochmal weitere Handzeichen? Alles klar, wir schauen rein. Erste Frage bitte. Ja, ich habe eine Frage. Es wurde ja in beiden Präsentationen erwähnt, dass es eine ganze Reihe von Fächern gibt, in denen Apps, viele verschiedene Apps eingesetzt werden. Wer sucht die aus? Wer schlägt es vor? Wer entscheidet darüber? Oder ein bisschen abstrakter formuliert, wie machen Sie da Qualitätssicherung? Da gibt es ja sicher unterschiedlich gute. Danke. Zunächst mal glaube ich, dass wir dass wir in diesem ganzen Prozess gelernt haben, dass das absolut Wichtigste überhaupt ist, die Lehrkräfte an die Hand zu nehmen. Also sie haben eigentlich immer genug Eltern, die bereit sind, die Schüler sowieso. Der Schwachpunkt ist immer die Lehrkraft im System. Wie kriegen sie die, ja ist so, wie kriegen sie Kollegen ins Boot? Und das wichtigste Prinzip, das wir gelernt haben, ist die Niederschwelligkeit. Wir müssen nie nach Funktionalität gehen. Wenn wir irgendwie Apps haben, dann heißt es nicht, die App kann am meisten oder die Lernplattform kann am meisten. Das führt zu den völlig falschen Ergebnissen. Dann frustrieren Sie die Kolleginnen nur. Wir haben also wirklich nur erstens ganz einfache Dinge ausgesucht, von denen wir glauben, dass es sofort eine spürbare Veränderung der Unterrichtskultur bedeutet. Und zweitens dann eben ganz wenig. Also wir haben tatsächlich nicht die Riesenauswahl von, wir haben jetzt mal 40 Apps und gucken, was die machen, sondern wir haben ein Team von Kollegen, die
sich, ich sag mal so, mit 5, 6 Dingen beschäftigen und die dann aber eben fächerübergreifend immer wieder benutzen, sodass wir uns in den 14-tägigen Teamsitzungen, das ist für ein Gymnasium auch, glaube ich, sehr ungewöhnlich, wenn Sie einem Gymnasialkollegen sagen, wir treffen uns 14-tägig, dann kriegen die Nervenzusammenbruch, was für einen Gesamtschulkollegen wahrscheinlich völlig, sagen die ja, so what, aber im Gymnasium war das eine Kulturänderung und das machen unsere Kollegen mit und wir motivieren uns gegenseitig, wir erzählen uns von unseren Erfolgen und Misserfolgen und bleiben aber in dem Kern dieser Unterrichtsszenarien und das war, glaube ich, auch mit ein Erfolgsrezept. Dann funktioniert das auch, dann können wir die unsicheren Kollegen damit an die Hand nehmen. So. Gibt es weitere Fragen von Ihnen aus Ihrer Runde? Ich habe da noch mal eine Frage an unsere jungen Gäste. Wie hat sich denn jetzt für euch auch die Rolle des Lehrers verändert? Es ist ja nicht mehr der Lehrer, der vorne an der Tafel steht und die Formeln abkritzelt und euch was beibringt an der Tafel, sondern es ist ja was ganz anderes, hat sich auch ein ganz anderes Lernen etabliert. Ne? Wie ist das für dich zum Beispiel, Henry? Wie ist für dich die Rolle des Lehrers? Wie hat sich das verändert? Also für mich ist der Lehrer zum Beispiel, wenn man in der Klasse ist, ist der immer noch so der Führungsperson, der hat das Sagen, nur es ist halt nicht mehr so, dass der vorne steht und alles selbst macht, sondern der gibt uns mehr so Input, den wir dann verarbeiten müssen und zum Beispiel dann Aufgaben rechnen müssen. Also es ist immer noch so, grundsätzlich ist es gleich geblieben, der Lehrer ist die Führungsperson, nur es ist halt mehr so, dass der nicht alles selbst erklärt und da alles macht, sondern auch dann Videos das überlässt oder so und uns halt Input gibt, den wir dann verarbeiten müssen. Darlene, wie siehst du das? Also ich glaube, durch diese ganze iPad-Sache arbeiten wir viel mehr mit den Lehrern zusammen als vorher, weil zum Beispiel wir haben jetzt in Mathe zusammen eine Nachrichtengruppe auf den iPad erstellt, wo, wenn wir Fragen haben, wir einfach reinschreiben können, wo Herr Liegmann auch drin ist und dann können wir halt eben entweder untereinander die Frage klären oder halt eben Herr Liegmann erklärt uns das nochmal und halt eben, ich finde, wir arbeiten viel mehr mit den Lehrern so zusammen und es ist viel effektiver. Herr Liegmann, wenn wir jetzt nochmal in die Klassenarbeiten dann reingucken, auch eine iPad-Klasse hat dann Mathe-Klausuren zu schreiben, kann man da eine Verbesserung sehen? Sind die Schnitte besser als jetzt in den anderen Klassen? Kann man da irgendwie Vergleiche ziehen oder ist das Äpfel mit Birnen vergleichen? Also ich habe vorher schon gesagt, wenn wir nicht schlechter wären, war es ein Riesenerfolg. Also weil, was die Kinder hier an Kompetenzen nebenher noch erworben haben, erstens glaube ich, der Unterricht macht großen Spaß. Wir, glaube ich, begegnen uns alle mit total viel Freude im Unterricht. Zweitens, wenn Sie sehen, die produzieren eigene Lernvideos mittlerweile, die haben Sachen drauf, da könnte man vor 5 Jahren, hätte man das nicht geglaubt, dass das möglich ist. Die sind Tutoren für die Klasse darunter, da sind ganz kommunikative, kooperative Elemente entstanden. Das, finde ich, ist ja ein ganz großer Mehrwert. Wir arbeiten in Mathematik jetzt zum Beispiel parallel mit den anderen Klassen. Wir schreiben die Klassenarbeiten alle parallel zum gleichen Thema. Jetzt kann ich natürlich sagen, wir sind tatsächlich leicht besser, aber woran das jetzt liegt, ob das jetzt schon die Auswahl der Schüler ist, die oder ob es das Medium ist, das will ich jetzt gar nicht sagen. Also es ist, glaube ich, gar nicht mein Fokus. Ich bin froh, dass wir trotz des vielen Overheads, wir haben natürlich auch viel mit der Technik zu tun, da geht ja auch Zeit bei drauf und wir sind trotzdem nicht schlechter geworden. Latent ein bisschen besser, aber das kann auch an diesen tollen Schülern liegen und Schülerinnen. Deswegen glaube ich, an der Stelle würde ich ja gar nicht weiter darüber diskutieren wollen. Also es macht großen Spaß, so zu arbeiten und diese Individualisierung und diese Selbstständigkeit der Schüler zu sehen, die da gewachsen ist, das ist unfassbar. Toll. Ich sehe jetzt kein... Ja, das ist ein Applaus wert, absolut. Toll. Ich sehe jetzt momentan keine weiteren Fragen, aber die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte sind ja auch noch eine Weile da. Das heißt, sie haben jetzt in der Mittagspause noch mal Zeit, auch in bilaterale Gespräche zu gehen und sich auszutauschen, sich vielleicht auch inspirieren zu lassen. Und dann haben wir vielleicht nächstes Jahr noch mal eine iPad-Klasse hier zu Gast. Herzlichen Dank an Frau Schäfer, an Herrn Liegmann, an Henry, Darlene, Pia und Leo. Herzlichen Dank, dass ihr da wart.